Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier auf Berg bei unseren Drachen. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los, checken natürlich erstmal Johann ab. Was hat der für uns? Jo, da würde ich sagen, schlagen wir hier erstmal zu und schließen erstmal hier die ganze Sache. Anschließend würde ich sagen, werden wir uns erstmal um unsere Drachen kümmern. Schicken die natürlich erstmal wieder los, um weitere Ressourcen hier irgendwie zu sammeln. Also das ist natürlich immer wichtig. Aus dem Grund schicke ich die natürlich immer schnellstmöglich wieder los, um natürlich weitere Ressourcen zu sammeln. Ihr seht natürlich, fischtechnisch haben wir natürlich schon eine ganze Menge hier am Start, müssen da natürlich erstmal gucken, was wir machen. Ich würde sagen, wir sammeln trotzdem hier erstmal ein und werden unseren Knochenstreifer natürlich erstmal weiter pimpen. So, dann haben wir das erledigt, können dann hier drüben auch gleich mal weitermachen, schicken hier erstmal wieder alle neu los und kümmern uns dann anschließend um die Akademie. Gucken da natürlich drin, yo, wie viel Drachen müssen wir noch trainieren? Das ist natürlich die nächste Frage. Wie sieht es außerdem bei Valka aus? Das wäre natürlich auch eine wichtige Frage für uns. Aus dem Grund würde ich sagen, checken wir das natürlich auch gleich mal ab. Unsere reisenden Drachen sind natürlich auch on Tour. Manche sind hoffentlich schon zurück. Also ich sehe schon, ein paar sind zurück. Aber wer, um genau zu sein, kann ich natürlich noch nicht so genau sagen. Das gucken wir uns, wie gesagt, erstmal an. So, dann seht ihr natürlich, bei Valka ist kein Drache mehr am Training. Das ist erstmal was Duted für uns. Außerdem seht ihr natürlich, dass die Akademie auch komplett leer ist. Das heißt für uns natürlich, ja, wir müssen uns jetzt natürlich erstmal überlegen, wen trainieren wir, welchen Drachen pimpen wir. Das ist natürlich die Frage. Werden wir erstmal hier unser Mysterium-Paket einsammeln. Hier haben wir den Rauchverschwindende Qualm 6-mal, den Funkenhüstle 5-mal, einmal den Zahnhaken und dann wartet auch erstmal. Dann gibt es hier natürlich noch ein paar Ressourcen. So wie immer, dann würde ich sagen, schließen wir die ganze Angelegenheit und kümmern uns erstmal um unsere reisenden Drachen. Gucken da natürlich nach, was haben die für uns, was haben sie uns mitgebracht, hier ein Zahnrad, da ein paar Runen, da würde ich sagen, gehen wir gleich mal auf weiter, verbessern oder auch Hinweise, ich würde sagen, wir verbessern uns und gucken einfach mal, ob wir ein Paket bekommen, dann ist natürlich hier der Hakenzahn auch zurück, da würde ich sagen, was gibt's hier für uns, oh, okay, da wären mir eigentlich die Gegenstände am liebsten, trotzdem ich nicht genau weiß, wie viel Eisen da drinnen liegt, also cool wäre natürlich, wenn wir da eventuell auch ein bisschen Eisen abstauben würden, aber wie viel gibt es, das weiß ich nicht, ah, 2 Stücken Eisen, besser als nichts, nehmen wir natürlich mit, sammeln das erstmal ein und schicken den auch erstmal nochmal auf die Reise. Ich würde sagen, wir investieren jetzt 40 Runen und lassen den natürlich erstmal wieder losflattern. Eine Stunde dauert's. Dann müssen wir uns natürlich erstmal gedulden. Dann ist unser Fleischklops natürlich hoch zurück. Der hat uns erstmal ein Ei mitgebracht. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal auf weiter und gucken, was noch so geht. Sucht den Himmel ab oder in die Höhle. Ich würde sagen, wir suchen einfach mal den Himmel ab und gucken einfach mal, was da so geht. Ob wir das Ei kriegen oder nicht, kann ich euch natürlich noch nicht so wirklich versprechen, aber ich hoffe einfach mal, dass es funzt. Also wie ihr sagt, ich bin selbst gespannt. Wir müssen natürlich unseren Schrecken der Meere nochmal losschicken. Das habe ich ganz vergessen. So, dann haben wir das erledigt. Haben natürlich eine ganze Menge Drachen, die hier im Training waren. Ich würde sagen, da fangen wir erstmal an. Checken natürlich die Drachen erstmal ab. Und zwar haben wir hier unsere Mutter der Feuerwürmer auf Level Nummer 22. Ich pimpe die erstmal hoch bis auf 24. Könnt ihr die für 20 Stunden nochmals trainieren? Ich glaube, das wäre ja nicht so verkehrt. Wir können uns das einfach mal merken und gucken einfach mal, ob wir eventuell noch ein paar andere Drachen finden, die wir noch trainieren können. So, dann haben wir hier Stankmann auf 25, pimpen den natürlich auch erstmal bis auf 27 und könnten den für 21 Stunden 20 Minuten trainieren. Was würde das kosten? 770.000 Holz, das können wir uns auf alle Fälle leisten. Von daher denke ich, wäre das eigentlich ja nicht so verkehrt, Stankmaul und dann eventuell die Mutter der Feuerwürmer. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal weiter, gucken natürlich, haben wir noch was im Hangar? Jo, da haben wir noch ein paar Drachen. Und zwar haben wir hier noch unseren Zahnhaken auf 37, haben wir den jetzt, pimpen den natürlich auch erstmal bis auf 39, können den für 13 Stunden trainieren, 825.000 Holz würde es kosten. So, dann haben wir hier den süßen Tod, der ist natürlich auf Level Nummer 34, den können wir jetzt natürlich auch so lange füttern, bis er auf 36 ist und könnten den für 14 Stunden auch nochmal trainieren, 788.000 Holz würde es kosten. So, weiter geht's mit dem nächsten, mit unserem erschütternden Rüttler, den haben wir jetzt schon auf 43, den knallen wir natürlich auch hoch bis auf 45 und könnten den auch für 20 Stunden 30 Minuten trainieren, das wäre natürlich auch eine Option. So, wen haben wir da? Hier haben wir unser
Schnapper am Start auf 43. Ich denke mal, der braucht zeittechnisch auf alle Fälle ein bisschen länger, fast 2 Tage oder anderthalb. Also davon gehe ich aus. So sieht's aus. 1 Tag 14 Stunden. Von daher müssen wir uns da erstmal für einen anderen entscheiden. Haben dann hier natürlich unseren Gradflügler auf 49. Das Coole daran ist, wir können den jetzt natürlich erstmal bis auf 51 pimpen und können den dann anschließend zum Titan-Training zu Valka schicken. Also hier seht ihr natürlich das, was machen können. Aber ich würde sagen, erstmal lassen wir das. Wir kümmern uns erstmal um ein paar andere Drachen. Und zwar erstmal um die Drachen, die hier natürlich erstmal nochmal trainiert werden sollen. Und zwar nehmen wir da den erschütternden Rüttler, würde ich sagen. Wir könnten aber auch erstmal was anderes machen. Gehen wir erstmal nochmal raus. Ich habe nämlich noch eine Option hier im Hinterkopf. Und zwar könnte man erstmal unseren Snoggletor kurz und wirk pimpen. Der ist jetzt auf 55. Ich pimpe den erstmal bis auf 57. Könnte ihn für 1 Tag 22 Stunden trainieren. Das wäre natürlich ohne Option. Wäre eigentlich ja nicht so verkehrt. Mache ich's oder lasse ich's sein? Was kostet das? 27,9 Mille. Ich würde aber fast sagen, das können wir eigentlich in Angriff nehmen. Nee, ich würde sagen, wir lassen das erstmal, kümmern uns erstmal um ein paar andere. Oder machen wir doch. Ach, scheiß drauf, wir pimpen den. 27,9 Mille kostet das, 1 Tag, 22 Stunden dauert's. So, dann haben wir natürlich den ersten schon mal in der Akademie. Müssen uns natürlich jetzt noch für 2 entscheiden. Ich denke, da finden wir auf alle Fälle welche. Wen haben wir hier? Fackelschwester haben wir auf. Wir pimpen auf 81. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Drachen, die wir hier unten gesehen haben. 1 Tag, 22 Stunden haben wir hier. Hier hatten wir noch 1 Tag, 14 Stunden. Das wäre natürlich ohne Option. Könnte man natürlich auch machen. Aber ich würde sagen, nee, das lassen wir erstmal. Wir entscheiden uns erstmal für den erschütternden. 20 Stunden, 30 Minuten müssen wir uns mal merken. Wen hatten wir noch? Speichlons. Wir hatten auf jeden Fall noch den Stankmaul. Und die Mutter der Feuerwürmer. Wo ist die? 20 Stunden. Da würde ich fast sagen, entscheiden wir uns dann erstmal, wie gesagt, für Stankmaul. 21 Stunden, 20 Minuten. Schicken wir den natürlich erstmal los. Dann hätten wir hier natürlich noch die Mutter der Feuerwürmer. 20 Stunden. Und dann hätten wir für 20 Stunden, 30 natürlich noch den nächsten. Und zwar, wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn. Den erschütternden Rüttler. Ich würde sagen, den pimpen wir erstmal auf 46. 20 Stunden, 30 Minuten. Dauert 2,38 Mille. Hauen wir hier auf den Kopf und entscheiden uns dann erstmal für den erschütternden Rüttler, wie ihr sagt. So, in der Akademie ist erstmal wieder alle Paletti, da sind 3 Drachen drin. Das heißt für uns natürlich, ja, wir müssen uns auf jeden Fall darum kümmern, welcher Drache als nächste zu Valka geht. Natürlich müssen wir vorher erstmal gucken, für wen wir uns entscheiden können. Ich würde fast sagen, den Zahnmeister. Wir hätten natürlich auch hier den Nachtwächter zur Auswahl. Ich würde sagen, wir drehen hier einfach mal am Rad, gucken einfach mal, ob wir den zum Titan-Drache Pimp kriegen. Oh, jo, geile Sache, fette Ding. Wir haben den nächsten Drache auf alle Fälle zum Titan gepimpt. Das ist natürlich nice. Hier haben wir den Nachtwächter im Titan-Modus. Das Doofe ist natürlich, wenn wir den jetzt pimpen, hätten wir den natürlich auch gleich nochmal trainieren können. 2 Tage hätte es gedauert. Wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Aktion gewesen. Von daher kotzt mich das gerade ein bisschen an. Aber ideal, müssen wir durch. Können wir jetzt eigentlich nichts dran ändern. Aus dem Grund würde ich auch sagen, wir haben unseren Zahnmeister erstmal zu Valka schicken. 20 Mille kostet das. Der flattert erstmal los. Der Nachtwächter, wie gesagt, den können wir auf alle Fälle noch ein bisschen pimpen. Müssen dafür dann natürlich ein bisschen Holz auf den Kopf kloppen, aber ich denke, das wäre okay. Damit haben wir auf alle Fälle keine Probleme. So, dann haben wir das erstmal erledigt. Unsere Drachen haben wir auch alle neu losgeschickt. Aus dem Grund würde ich sagen, checken wir natürlich erstmal unseren grünen Tod, sammeln hier den Gegenstand ein und schicken den auf alle Fälle erstmal nochmal los. Haben das erledigt, können dann gleich mal rüber switchen zu unserem Immerflügler. Gucken da natürlich nach, was hat er für uns. Da ist auch alles so weit schick, alles Paletti. So, dann haben wir das erledigt. Was machen wir dann? Wie verfahren wir weiter? Aber ich denke, wir haben auf jeden Fall einen straffen Plan, wissen auf alle Fälle, was zu tun ist. Ich würde sagen, den eisigen Kältegronkel schicken wir auf alle Fälle erstmal nochmal für 20 Stunden los, um natürlich 6 Stücken Eisen mitzubringen.
Ihr seht natürlich 382 Mille Holz kostet das, aber ich denke, das ist sinnvoll aus dem Grund. Flattert der erstmal los, dann haben wir das erstmal so weit erledigt. Können jetzt natürlich den nochmal kurz neu losschicken. Checken dann natürlich erstmal hier den Drache ab. Gucken, ob wir den natürlich ins nächste Level katapultieren können. Aber wie ihr seht, hatten wir da wieder mal extrem viel Pech. So ist es eben. 180 Mille Fisch kriegen wir mit dazu. Das ist erstmal okay. Könnten den für jeden Tag 3 Stunden nochmal losschicken. Aber wie gesagt, bei Valka ist gerade schon alles besetzt. Aus dem Grund bleibt er natürlich erstmal zu Hause. Ich weiß natürlich noch nicht. Irgendeinen Drachen müssten wir erstmal zurückziehen. Material sammeltechnisch. Aber ich weiß natürlich nicht, wen ich nehmen soll. Ich würde fast sagen, wir lassen den Sandgeist erstmal zu Hause und schicken dann natürlich erstmal unseren Todsinger los. So, gucken natürlich, was so geht. Andere Drachen können wir eigentlich erstmal nicht losschicken, weil die Walde Ding ist, die hier seht ihr, die Fischhütte und natürlich auch diese Sägewerk, beziehungsweise alle Sägewerke, die ich habe, sind natürlich knüppeldicke voll. Aus dem Grund können wir keinen Drachen mehr losschicken. In der Akademie ist alle Paletti hier bei Valka natürlich hoch. Wir können jetzt natürlich noch ein paar reisende Drachen abchecken. Hier unser ohne Zahn, seht ihr selbst, der braucht noch 3 Stunden. 4 Minuten aus dem Grund müssen wir da erstmal noch ein bisschen warten. So, dann checken wir, wie gesagt, erstmal den Muffel ab. Gucken hier erstmal rein, 50 Eisen wären natürlich nice, aber gut, okay. Hatten wir wieder mal extrem viel Pech. Und dann würde ich sagen, müssen wir uns natürlich erstmal entscheiden, was wir machen. Grobian-Ablenkung, denke ich, ist eine sinnvolle Sache. 250 Runen wären natürlich auch extrem nice. Von daher lassen wir uns da einfach mal überraschen, was da am Ende geht, was wir da am Ende bekommen. So, auf Berg ist erstmal nicht mehr so viel zu tun. Hier seht ihr natürlich, dass ich eine Sammlung vervollständigen kann. Will ich aber erstmal nicht tun. Das ist eine Runensammlung, aber ich brauche natürlich diese Gegenstände, die ich hier habe, für ein bisschen was anderes. Aus dem Grund würde ich sagen, sammeln wir die erstmal und gucken dann später, was wir da irgendwie machen können. Also wann wir den greifenden Gründling bekommen, das ist natürlich die nächste Frage. Ich meine, wir haben hier noch megamäßig viel zu tun und müssen hier natürlich noch eine ganze Menge sammeln. Außerdem brauche ich den Gegenstand. Hier ist der gleiche Gegenstand, muss ich jetzt mal gucken. Nee, ist nicht der gleiche, wenn er mal auf den Hintergrund achtet. Das ist ein dunkler Hintergrund, das andere ist ein hellblauer Hintergrund. Aus dem Grund wisst ihr natürlich dann auch gleich auf Anhieb, ja, das sind 2 verschiedene Gegenstände. So, dann haben wir das erledigt, können jetzt auf jeden Fall nochmal in eine Keilerei gehen. Trotzdem, ich sagen muss, ja, ich bin ganz schön erschüttert, was denn hier in der Keilerei so geht. Also ich meine, da habe ich auf jeden Fall mal extrem viel Pech, habe hier extrem harte Gegner. Von daher müssen wir mal gucken, was so geht. So, was haben wir dann? Hier haben wir erstmal den Sturmschneid 3-mal. Als Rekrutdrachen haben wir jetzt 95 von 200 und können den bald, also wenn wir noch 105 bekommen, auf Stufe Nummer 12 pimpen. Dann haben wir hier den Skrill 53 von 200. Okay, unseren ohne Zahn haben wir auch nochmal mit dazu bekommen. 2 Stücken, von daher passt es, von daher läuft es. Ich würde sagen, wir gehen erstmal eine Keilerei, gucken da natürlich erstmal, was so geht, ob wir hier den nächsten Sieg nach Hause holen oder nicht. Kommt natürlich erstmal auf den Gegner drauf an, von daher müssen wir da erstmal gucken, müssen da erstmal abchecken, was da so geht, welcher Gegner hier auf uns wartet. Okay, ich glaube, da haben wir auf jeden Fall gute Karten, können uns hier auf jeden Fall einen Sieg holen. Ich denke, das werden wir auch gleich mal machen. Ich meine, anbrennen kann hier nicht so wirklich was. Ich habe natürlich auch in den Kommentaren gelesen, dass ihr gesagt habt, ja, ändere mal dein Team nochmal so, so oder so. Also ich muss sagen, mit dem Team bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ich finde es ja nicht so verkehrt. Aus dem Grund würde ich auch sagen, lasse ich es erstmal so. Wenn ihr aber trotzdem noch irgendwie irgendwelche Einwände habt, dann schreibt ihr einfach mal in die Kommentare, wenn er sagt, ja, tausch eventuell den Knochenräuber gegen den oder den. Also wie gesagt, würde mich mal interessieren, was ihr da von der Ansicht habt. Aus dem Grund wäre natürlich extrem cool von euch, wenn ihr einfach mal in die Kommentare tackert, welche Drachen ich nutzen soll, für welchen ich für welchen austauschen soll. Also das wäre echt eine coole Sache. Aus dem Grund lasse ich mich einfach mal überraschen, was ich da in die Kommentare lese. So, dann würde ich sagen, greifen wir erstmal an. Machen hier erstmal Action. Wollen wir den machen? Ich würde sagen, das wäre ja nicht so verkehrt. Wir ziehen dem Gegner erstmal ein bisschen was ab. Und stärken uns natürlich parallel. Das ist erstmal wichtig, um den Drache hier irgendwie noch zu behalten. Also, dass wir nicht verlieren. Das wäre nämlich eine richtig miese Sache. Aus dem Grund, denke ich, haben wir erstmal wieder alles so weit richtig gemacht. Sind auf jeden Fall noch gut im Kurs. Von daher denke ich auch, dass wir hier am Ende den Sieg holen könnten. Also, ich glaube nicht, dass hier noch irgendwie was anbrennen kann. Also, kann ich mir auf jeden Fall nicht so wirklich vorstellen. Ich würde sagen, wollen wir, ja, wir machen es so. Und jetzt warten wir natürlich erstmal ab, was der Gegner macht. Was machen wir dann? Wir könnten den erstmal schwächen, wenn wir wollten. Ich würde sagen, machen wir auch erstmal.
Und müssen jetzt natürlich warten, was der Gegner macht. Ich denke mal, der haut uns erstmal K.O. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Oh, wir haben es überlebt. Das ist natürlich richtig cool, weil die Wahl, ich weiß ganz genau, unsere Drachen behalten wir auf jeden Fall am Ende alle drei. Von daher ist alle Paletti, alle chic bei uns im Team. So, den Sieg haben wir in der Tasche. Ich bin natürlich gespannt, was wir hier als nächstes für ein Paket bekommen. Ich hoffe natürlich mal wieder ein 12-Stunden-Paket. Ein heroisches. Also, das wäre natürlich eine geile Sache. Von daher müssen wir mal gucken. Aber nö, ein 8-Stunden-Paket, ein Elite-Paket ist natürlich auch okay. 2 Stück haben wir schon am Start. Von daher sieht es jetzt natürlich mega mäßig cool aus. Mit dreimal dem gleichen Paket hier am Start. Dann haben wir natürlich auch noch unser Häuptlingspaket, was wir öffnen können. Ich würde sagen, wir werden erstmal hier anfangen mit dem Freischalten und öffnen natürlich anschließend hier erstmal unsere Elite-Pakete. Ich denke, das ist wichtig. Das ist sinnvoll. 5-mal der Skrill, okay. 4-mal der Sturmschneid. 4-mal der Funkenhüstle. 4-mal der Knochenräuber. 4-mal der wahnsinnige Sipper. Und dann haben wir noch 3-mal den Elite-Knochenräuber. Oh, 9-mal den Zahnhaken. Das ist natürlich auch extrem cool. Und dann haben wir nochmal den erschütternden Rüttler, Champion-Drache. Den haben wir natürlich auch nicht ganz so oft. Von daher denke ich, haben wir hier erstmal wieder alles richtig gemacht. Können uns hier auf alle Fälle erstmal wieder glücklich schätzen. Nehmen das natürlich mit und öffnen natürlich erstmal das nächste Elite-Paket. Gucken da natürlich rein. Okay, 7-mal der Sturmschneid. 7-mal der wahnsinnige Sipper. 7-mal der Holzklau. 2-mal der Knochenräuber. 1-mal der Gratennader. Und 8-mal der Dagos Grill. Das ist natürlich auch nice. Alter, wir haben den Dreifachstachel. Ich werd bekloppt. Wir haben den Dreifachstachel hier am Start. Das ist natürlich richtig cool. Neu in deinem Hangar. Seht ihr selbst. Aus dem Grund haben wir hier alles richtig gemacht. Haben den Dreifachstachel jetzt am Start und können natürlich anschließend erstmal noch das Häuptlingspaket öffnen. Aber ich gehe erstmal nochmal kurz raus. Ich will nämlich nochmal kurz was gucken, ob wir noch irgendwie einen Drache haben, der bei Valka war. Aber ich glaube, da haben wir eigentlich halt abgefeiert. Von daher können wir uns jetzt auf jeden Fall auf das Häuptlingspaket konzentrieren und natürlich anschließend auf unser Team beziehungsweise auf unseren neuen Drachen, den Dreifachstachel. Also da gucken wir natürlich rein. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nochmal hier rein. Werden jetzt das Häuptlingspaket auch gleich mal öffnen. Gucken hier rein. Oh, 28-mal der Dagos Grill. Wie krank ist das denn? Alter Schalter, macht man nochmal kurz die Augen zu. Da muss ich einen Screenshot machen. Alter, das ist ja wirklich richtig krank. 28-mal. Und dann kriegen wir auch nochmal 5-mal den Windknirscher. Das heißt natürlich, den können wir aufleveln. Der nächste Champion hier am Start. Von daher denke ich, haben wir alles richtig gemacht, haben auf jeden Fall wieder megamäßig abgeräumt, Speicher fast voll, das ist natürlich eine bittere Sache, ich weiß natürlich auch nicht, was ich tun soll, ich müsste mir auf jeden Fall mal ein neues Gerät besorgen, um natürlich weitere Apps zu zocken, ich weiß nicht, das ist halt mein großes Problem, weil ich einfach mal nicht weiß, ja, was soll ich runterschmeißen für eine App, welche App soll ich installieren, was soll ich für euch machen, also wie gesagt, schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr sagt, ja, die oder die App kannst du vielleicht runterschmeißen, die brauchst du nicht mehr Let's Playen oder sag vielleicht, ja, Let's Play auf jeden Fall, das runter aus deinem, wie seht, keine Ahnung, aus deinem Kanal oder. Also wie gesagt, wenn ihr einen Plan habt, was ich zocken soll, was ich nicht mehr zocken soll, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare. So, aber wie gesagt, wir kommen erstmal zu unseren Drachen, checken hier jetzt natürlich ab, die Drachen, die wir jetzt pimpen können. Und zwar haben wir hier den Dagos Grill. Wie gesagt, hier haben wir auf jeden Fall 28 Pakete bekommen. Das ist natürlich mega krank. Ich würde sagen, den werten wir auch gleich mal auf, machen den erstmal noch ein bisschen stärker. Hier seht ihr natürlich, dass das natürlich extrem nice für uns ist. Dann gehen wir gleich wieder zurück und werden auch gleich mal den Windknirsch aufwerten. Auch auf der nächste Stufe. Stufe Nummer 10 kommt da jetzt. Alles klar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann gehen wir gleich nochmal zurück und werden jetzt erstmal zu unserem Dreifachstachel gehen. Werden den erstmal öffnen. Gucken uns den erstmal an. Was hat der überhaupt für Attacken? Epischer Druckstoß verursacht Schaden an alle gegnerischen Drachen. Alter, und das als normale Attacke? Das ist mega cool. Was haben wir dann? Verursacht Schaden einen gegnerischen Drachen, verringert die Verteidigung von einem gegnerischen Drachen. Okay. Verursacht Schaden an alle gegnerischen Spezialfähigkeit, blockiert von allen gegnerischen Drachen, entfernt positive Effekte von allen Gegnern. Alter, der ist ja auch mega krank. Eigentlich müsste ich den auf alle Fälle mit in mein Team nehmen. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Soll ich ihn mitnehmen oder sagt er, naja, so cool ist er dann auch nicht? Also wie gesagt, ich habe noch nicht mit dem gezockt. Von daher würde ich es natürlich von euch gerne mal wissen. Ich würde sagen, wir werten den aber erstmal auf.
Und dann würde ich sagen, wechseln wir auch erstmal nochmal unser Team. Oder wollen wir... Ich würde sagen, nö, wir machen das anders. Wir zocken im nächsten Let's Play einfach mal unseren nächsten Champion an und gucken, was da so geht. Ansonsten sind wir eigentlich für heute erstmal wieder so weit durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.